B1.2. Berechnen Sie das Maß des Winkels SBA sowie den Flächeninhalt A des Dreiecks ABS. Und das Teilergebnis vom Winkel SBA ist 68,94 Grad. So, schauen wir uns mal an, wo liegt überhaupt dieser Winkel SBA. Dafür gehen wir die Punkte durch. SBA ist also dieser Winkel hier. Den müssen wir berechnen. Ja, Winkel berechnen wir meistens über Dreiecke. Und hier ist es natürlich am praktischsten, immer Dreieck zu suchen, in dem möglichst viel bekannt ist. Das Dreieck, das wir hier brauchen, ist das Dreieck ABS. In einem anderen Dreieck liegt dieser Winkel nicht, deswegen wird es schwierig, da irgendwas anderes zu finden. Wir brauchen möglichst viele bekannte Größen aus diesem Dreieck. Schauen wir uns mal an, was wir alles haben. Wir haben die Strecke AB. Die ist umgegeben mit, wie groß war sie nochmal? 7,5 cm. So, weiteres wissen wir allerdings noch nicht. Die Strecke AS ist uns nicht bekannt und die Strecke BS ist uns ebenfalls nicht bekannt. Das heißt, diese beiden Strecken müssen wir jetzt zuerst berechnen, damit wir irgendwie an diesen Winkel kommen. Ja, wir können zwar noch einen zusätzlichen Winkel berechnen, aber bei diesem Winkel hier ASB, der hier oben, ist genau das gleiche Problem wie mit SBA, nämlich, dass wir nicht mehr an diesem Dreieck kennen. Also können wir auch gleich uns auf diesen Winkel stürzen. Also, wir brauchen die Seitenlängen. Fangen wir mal mit AS an. Wir suchen uns wieder Dreiecke, wo die Strecke AS drin liegt und möglichst viel bekannt ist. Ja, ABS hilft uns jetzt hier nicht weiter, weil, ja, die brauchen wir erst. Also, die suchen wir, ja. Gehen wir in ein anderes Dreieck, AMS. Dieses Dreieck AMS ist rechtwinklig. Wir kennen die Strecke AM, die haben wir vorhin berechnet, mit 6 cm. Und wir kennen die Strecke MS, ebenfalls mit 6 cm. Dadurch haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, zwei Strecken sind bekannt, eine dritte Strecke ist gesucht. Da hilft uns der Satz des Pythagoras weiter. Den finden wir wieder auf Seite 29 in der Formelsammlung. Wo es wieder allgemein heißt, C² ist gleich A² plus B². Oder auch anders gesagt, die längste Seite zum Quadrat ist gleich die kürzeste Seite Quadrat plus kürzeste Seite Quadrat. Die längste Seite liegt immer dem rechten Winkel gegenüber, also fangen wir mit unserer gesuchten Strecke AS an. Also können wir sagen, AS² ist gleich kürzeste Seite zum Quadrat plus kürzeste Seite zum Quadrat. So, wir haben unsere gesuchte Strecke hier schon links stehen, also müssen wir nichts umformen. Man könnte jetzt zwar in diesem Fall auch gleich den Solver benutzen, um das zu berechnen, aber wir wollen es mit Hilfe der Formeln machen. Wir haben jetzt hier ein Quadrat stehen, also lösen wir auf mit Hilfe der Wurzel. Und dann folgt daraus, AS ist gleich Wurzel aus und AM waren jetzt 6 cm plus, zum Quadrat plus 6 cm zum Quadrat von MS. Das können wir jetzt ebenfalls in Taschenrechner berechnen lassen und erhalten eine ungefähre Länge von 8,49 cm. Ja, es kann ja zwar auch ein negatives Ergebnis rauskommen, aber Strecken werden immer positiv angegeben, deswegen entfällt die negative Lösung. So, damit haben wir die Strecke AS berechnet, die wir brauchen. Fehlt noch die Strecke BS. Auch hier gilt jetzt wieder genau das gleiche Spiel. Wir suchen uns ein Dreieck, wo möglichst viel bekannt ist und über die sich die Strecke BS berechnen lässt. ABS bringt uns immer noch nicht weiter, also nächstes Dreieck nehmen. BMS haben jetzt die gleichen Eigenschaften wie beim anderen Dreieck. Nämlich die Strecke BM ist bekannt, ja, 1/2 mal BD. Und die Strecke MS ist bekannt mit 6 cm. Zusätzlich haben wir einen rechten Winkel, nämlich die Strecke MS steht ja senkrecht zur Grundfläche. Auch wenn es jetzt hier ganz komisch aussieht, ist dieser Winkel von MS auf BM rechtwinklig. Ja, also 90 Grad Winkel. Nicht verwirren lassen, weil es ist ja ein Schrägbild. Das heißt, die Grundfläche liegt schräg drin. Also können wir wieder den Satz des Pythagoras ansetzen. Für die Strecke BS folgt also, die lange Seite zum Quadrat ist gleich die kürze Seite zum Quadrat plus kürze Seite zum Quadrat.
Auch hier kann man wieder mit dem Solver rechnen oder die Gleichung umformen. Also Wurzel ziehen und dann folgt daraus, BS ist gleich Wurzel aus. So, BM waren 4,5 cm zum Quadrat plus MS mit 6 cm zum Quadrat. Und das geben wir wieder in den Taschenrechner ein und erhalten einen ungefähren Wert von 7,5 cm. So, schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir wollen ja diesen Winkel. Dafür haben wir jetzt die Strecke, das Dreieck ABS. Wir kennen die Strecke AB mit den, hier oben haben wir 7,5 cm. Wir kennen die Strecke BS, die haben wir gerade gerechnet mit 7,5 cm. Und wir kennen die Strecke AS mit 8,49 cm. So, das heißt, wir schauen jetzt in diesem Dreieck nach, was wir weiter berechnen können. Es ist ein allgemeines Dreieck. Und in allgemeinen Dreiecken können wir Seiten und Winkel eigentlich nur mit zwei Sätzen berechnen, nämlich einmal mit dem Sinussatz oder mit dem Cosinussatz. Da muss man sich jetzt halt noch überlegen, welchen von diesen beiden Sätzen braucht man dafür. Das geht im Prinzip ganz einfach. Der Sinussatz benötigt zwei Winkel und zwei Seiten. Ja, schauen wir uns mal an. Wir haben keinen zweiten bekannten Winkel, also kann man sagen, der Sinussatz fällt schon mal weg. Andererseits könnte man auch sagen, wir gucken uns erst den Cosinussatz an. Für den Cosinussatz brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Ja, wir haben jetzt gerade drei Seiten berechnet, also können wir dann den Winkel damit berechnen. Den Cosinussatz finden wir auf Seite 30 in der Formelsammlung. Wo es da erstmal wieder allgemein heißt, a Quadrat ist gleich b Quadrat plus c Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus Alpha. So, es heißt eigentlich nur so viel, wie, dass man mit der Seite anfängt, die dem Winkel gegenüber liegt. Also wenn wir mit Alpha beginnen, liegt die Seite a gegenüber. Jetzt müssen wir halt nur gucken, welchen Winkel wir berechnen wollen und fangen mit der gegenüberliegenden Seite an. Hier ist mein Winkel, die gegenüberliegende Seite ist die Seite AS, also beginnen wir damit. So, schreibe ich noch auf, wir wollen den Winkel SBA und fangen an, den Cosinussatz aufzustellen. Längstes gegenüberliegende Seite zum Quadrat ist gleich die beiden anliegenden Seiten, nämlich AB plus BS zum Quadrat minus 2 mal AB mal BS mal Cosinus des gesuchten Winkels. So, die meisten Größen sind bekannt, das heißt, man könnte hier eigentlich auch hergehen und das Ganze wieder mit dem Solver ausrechnen. Oder wer sich mit dem Cosinussatz beschäftigt hat, kann es auch über die Umformung machen. Also alles auf die linke Seite in dem Fall bringen, damit am Schluss nur noch der Winkel SBA übrig bleibt. Der erste Schritt ist einfach, ich bringe plus AB² und plus BS² auf die linke Seite mit der Umkehrrechnung. Dann steht hier AS². Und jetzt minus AB² minus BS² ist gleich minus 2 mal AB mal BS mal Cosinus von Winkel SBA. So, jetzt habe ich noch hier ein minus 2 mal AB mal BS mal Cosinus Alpha. Das ist alles mit einem Mal verknüpft, das heißt, um das auf die andere Seite zu bekommen, muss ich die Umkehrrechnung nehmen, also geteilt. Daraus folgt dann AS² minus AB² minus BS². So, und jetzt am einfachsten geht man mit einem Bruchstrich vor und schreibt jetzt diesen Teil hier unter den Bruchstrich. Minus 2 mal AB mal BS ist gleich Cosinus von Winkel SBA. So,
So, und der letzte Schritt ist noch die Umkehrfunktion zum Cosinus benutzen. Und ich vertausche die Seiten auch gleich. Und dann folgt hier, ja, mache ich es nochmal schöner, der Winkel SBA ist gleich Cosinus hoch minus 1 von, und jetzt schreibe ich hier einfach nochmal den Bruch rein. Kann ich ja auch meine Zahlen schon einsetzen. AS, muss ich nochmal nachgucken, wie groß das war, waren 8,49 cm. Also 8,49 zum Quadrat minus AB waren 7,5 cm zum Quadrat und BS waren ebenfalls 7,5 cm zum Quadrat. Geteilt durch minus 2 mal AB, also 7,5 mal 7,5. Klammer zu. Und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Auch wenn man einen ohne Solver hat, kann er das berechnen. Und dann kommt für den Winkel SBA eigentlich unsere gesuchte Größe raus, die ja im Teilergebnis auch angegeben ist, nämlich 68,94 Grad. So, es empfiehlt sich hier, sich die Umformung vom Kosinussatz gleich etwas näher anzuschauen, also schon zu lernen, damit man diese Schritte hier zum Beispiel überspringen kann, weil die halt sehr schreibintensiv sind und gerade mit dem Umformen ja, Leichtsinnsfehler provozieren. Also am geschicktesten wäre, wenn man gleich weiß, wie man von dieser Zeile auf diese Zeile hier kommt, in einem Schritt. So, die Aufgabe ist aber noch nicht gelöst. Die ist ja auch 4 Punkte wert, das heißt, da muss man einiges machen. Es heißt hier noch weiter, berechnen den Flächeninhalt A des Dreiecks ABS. Also der Flächeninhalt dieses Dreiecks muss noch berechnet werden. Für den Flächeninhalt gibt es eigentlich zwei die wichtigsten Formeln. Einmal die Formel A ist gleich 1,5 mal Grundseite mal die Höhe der Grundseite und ein anderes Mal 1,5 mal 2 Seiten mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Jetzt gilt es immer zu überlegen, welche dieser beiden Formeln wäre schneller. Als Tipp, wenn hier schon irgendwas mit Winkeln berechnen da ist, dann nimmt man meistens auch die Formel mit dem Winkel, weil die geht dann meistens schneller. Die anderen würde auch funktionieren, wäre aber noch ein Zwischenschritt mit drin. Deswegen ist die in diesem Fall einfacher und schneller. Also wir brauchen die Fläche des Dreiecks ABS und können die Formel dementsprechend aufstellen. 1,5 mal, 1,5 ist nichts anderes als 0,5 mal. So, jetzt müssen wir die Zeichnung nochmal anschauen, weil die Formel heißt ja Seite mal Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Hier ist mein Winkel, also brauche ich als Seiten die Seiten, also als gesuchte Seite die Seiten AB und die Seite BS. Mal Sinus des Winkels SBA, den wir gerade berechnet haben. So, setzen wir noch die bekannten Größen ein. 0,5 mal AB, das waren die 7,5 cm. BS waren ebenfalls die 7,5 cm. Und mal Sinus, jetzt SBA, haben wir gerade ja berechnet, mit 68,94 cm. Das geben wir in den Taschenrechner ein, drücken auf Ist gleich. Und dann sollte der gewünschte Flächeninhalt auch rauskommen, nämlich 26,25 Quadratzentimeter. Und damit wäre die Aufgabe jetzt gelöst.